Hey ho, ja, das alte Intro musste mal wieder sein. Ich werde heute woggen im Küchenwok. Habt ihr bei mir noch nicht gesehen, diesen Wok? Habe ich mir gestohlen. Ja, von meiner Maus habe ich den mitgenommen. Und ich möchte ihn jetzt einfach mal ausprobieren mit einem ganz einfachen Hähnchen-Curry. Boah, wie nenne ich das Video bloß wieder? Hähnchen-Curry. Boah, ich überlege nochmal. Jetzt weiß ich's. Hähnchen-Sahne-Curry im Küchenwok. Genau, so nennen wir das Video. Freie Schnauze mache ich das Ganze. Nach gut dünken, so wie es mir gerade einfällt oder eingefallen ist. Und ich das haben will. Und so machen wir das jetzt in der kleinen, aber feinen Küche. Attacke! Ja, meine Lieben, die Zutaten absolut überschaubar. Hier, na, da bleiben. Eine Hähnchenbrust, frisch vom Metzger geholt. Die kommt nachher gleich raus. Eine Paprika, Frühlingszwiebeln, Sahne, ein Curry und ein klein bisschen Teriyaki-Soße. Moment mal, da war doch was. Stefan, du alter Teriyaki-Wemser, hast du nicht hierherin bei mir mal was mit Teriyaki-Soße gemacht? Ich glaube, das kannst du auch noch besser. Probier's doch einfach nochmal und berichte mir dann. Oder mach ein Video dazu. Ja, kleiner Gruß an Stefans Grillecke. Gut, aber jetzt geht's hier weiter, ja, mit den Schnibbelarbeiten. Andere mögen da wesentlich schneller sein mit der Schnibbelei. Ich nicht. Muss ich auch nicht. Ich kann mal Zeit lassen. Ha, ha, ha. Und jetzt ist die Paprika doch noch abgestürzt. Wer größere Portionen möchte, kann es natürlich gerne machen. Bedenkt, das ist wieder ein Ein-Mann-Gericht. Ja, das kann ich schon mal rüberstellen. Wo übrigens auch meine Bandnudeln stehen. Die gibt es auch noch dazu. Werdet ihr dann nachher gleich sehen. Ja, die Hähnchen. Der hätte jetzt fast gesagt, hier tun wir noch einmal schnell abschwüllen und abtupfen. So, Leute. Und jetzt kommt gleich wieder der ultimative Aufschrei. Mach das auf dem Kunststoffbrett. Nix da. Holzbretter wirken antibakteriell. Tja, erstmal schlau machen und dann rumheulen. Oder wie war das? Und hier, das Ding schneide ich mir jetzt einfach auch bloß so in Streifle. Wichtig ist halt, dass man das Holzbrett nachher gescheit abspült und gut ist. Die werden mal schon wieder zu breit.
kann man natürlich in Stücke schneiden, so wie man das selber haben möchte. Da mache ich gar keine Vorlage. Da tun wir jetzt einfach ein bisschen was von der Teriyaki-Soße rein. Nicht zu viel. Das reicht schon definitiv. Tja Leute, das war's schon an den Vorbereitungen. Ich mache jetzt sauber. Das darf noch 5 Minuten ziehen und dann geht's auch schon am Wok weiter. So, angeheizt, dann wollen wir mal. Ich habe mit diesem Wok eben noch keine Erfahrung. Fragt mich nicht, woher der ist, was das für einer ist. Ich denke, das ist einfach so ein No-Name-Wok. Sollte aber vollkommen ausreichen. Ich hätte auch meinen blechigen nehmen können, aber wie gesagt, ich wollte den jetzt ausprobieren. Und dann brutzeln wir jetzt einfach mal hier schnell das Hähnchen an. Und ich hoffe, dass die Würze von dem Teriyaki und das Curry nachher ausreichen. Tja Leute, genießt die einfachen Männerküchenvideos von mir, so lang wie es noch gibt. Wer weiß, was aus diesen alleine Videos wird. Lassen wir uns überraschen, was die Zukunft bringt. Farbe wird das Ganze wahrscheinlich jetzt nicht bekommen. Muss ja auch nicht sein. Ich hätte jetzt noch zum Beispiel ein China-Gewürz, das 7 Gewürze oder wie das Ding heißt, noch mit reinhauen können. Oder. Das muss natürlich dann jeder für sich selbst entscheiden. Weil, wie ich es glaube ich schon gesagt hatte, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren. Nur ein bisschen Teriyaki ans Fleisch und danach dann noch den Curry drüber. Fertig. Ich hatte auch zuerst noch eine Kokosmilch dastehen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das wird schon wieder zu viel. Und es wird euch ja mit Sicherheit nicht entgangen sein. Ich habe kein Öl, gar nichts Zusätzliches mit rein. Braucht man hier glaube ich auch nicht, besonders nicht, weil er ja beschichtet ist, der Wok. So. Paprika schön anschmurgeln. Die können wir ja notfalls mal probieren. Fängt an leicht weich zu werden. Da hauen wir jetzt aber noch ein klein bisschen Salz drüber. Ohne dass es die Salzmühle dieses Mal zerlegt. So. Und wenn nicht ganz so viel Flüssigkeit drin ist, kriegt man auch ein klein bisschen Farbe hin. Tun wir das auch raus. Ich fürchte fast, jetzt muss ich doch ein bisschen Öl mit dazu geben. Dann nehme ich aber jetzt ein einfaches Sonnenblumenöl. Warum? Das habe ich als erstes in der Hand gehabt. Frühlingszwiebeln rein. Was ist denn das noch? Achso, der ist schon auseinander. So, die tun wir jetzt auch noch leicht anschmurgeln lassen.
Also das, was jetzt unten leicht angesetzt hat, das war die Teriyaki-Soße. Also nicht schlimm. Karamellisiert. So, bei den Frühlingszwiebeln geht es relativ schnell. Kann man auch schon die Paprika wieder hinzufügen. Unser Hähnchen. Dann holen wir unsere Sahne und unseren Curry. Na komm, ich schütte den ganzen Bottich hier rein. Sind ja bloß 200. So. Dann natürlich eine ordentliche Portion Curry. Frei nach Gefühl, nach Gutdünken. Und wenn ich sage eine ordentliche Portion, meine ich das auch so. Leute, das muss schon so richtig nach Curry riechen. Oh, geile gelbliche Farbe. Mal ein Löffelchen schön zum Probieren. Ein klein bisschen kann noch. Also wie gesagt, komplett ohne Vorlage habe ich das jetzt gemacht. Dann könnten wir jetzt die Nudeln auf den Teller und das hier nebendran dazu reichen. Aber ich möchte das alles zusammen haben. Ist mir egal, ob jemand sagt, das sieht aus wie frisch ge... Ja. Auf alle Fälle die Sahne einmal schnell aufkochen lassen, aufbrodeln lassen. Und dann haut man sich die Nudeln dazu. Ihr könnt dann natürlich an Nudeln nehmen, was ihr gerne möchtet. Ich habe verdammt gern diese Bandnudeln. Dann rühren wir die einfach mit ein, lassen das Ganze kurz nochmal aufwärmen, dass die Bandnudeln wieder schön warm werden. Und dann sind wir fertig und können essen. Brutal geil. Tja Leute, was soll ich sagen? Ab auf den Teller! Und genau der steht schon hier. Oh, geil. Oh mein Gott. Ich wollte doch bloß eine Ein-Mann-Portion. Oh, Herr Jemine.
Na gut, wenn ich nachher noch oder später noch einen Mitternachtssnack mache, dann war es auch eine Ein-Mann-Portion. Jo. Und jetzt kommt natürlich das Wichtigste, das Probiererle. Und hey, ich bin jetzt echt gespannt, wie das wie das schmeckt. Fleischbröckchen. Ein bisschen Salz kann nicht schaden. Hebt den Geschmack. Ein richtig geiles, einfaches Männer, Hähnchen, Sahne, Curry, gewocktes, geschnetzeltes oder so ähnlich. Geil. In dem Falle, Gott sei Dank bin ich alleine, bleibt alles mir. Noch alleine. Entschuldigung, Manu. Oh, ist das geil. Ich lasse mir das jetzt schmecken, Leute. Wir sehen uns. Wenn es gefallen hat, nettes Kommentar, freundliches Kommentar, Daumen nach oben. Und ja, für alle, die wo es besser wissen, keine blöden Kommentare schreiben. Einfach schreiben, wie ihr das gemacht hättet. Genau. Dann sind es nämlich geile Kommentare. Jo, in dem Sinne, wir sehen uns. Ciao, Ikowski. Bis zum nächsten Mal.